Bei dieser Abschlussprüfung, ja, da geht es um Milchschaum, genauer gesagt um den Zerfall von Milchschaum. Also da wird der Zerfall im Labor untersucht und bei 80 Kubikzentimeter Milchschaum, da gibt der Zerfall eben eine Formel, die wie folgt ausschaut. Also wir können dabei bereits rauslesen, dass es 18,5% Zerfall sind. Ja? Wir wissen ja noch, das hier wäre normalerweise immer ein Ganzes, aber dadurch, dass es etwas kleiner ist wie 1, ist es ein Zerfall. Und das, was quasi zur 1 fehlt, ist das, was im Prozent steht, aber mal 100. Also hier hinter dem Prozent steht quasi 0,185. Und 0,185 im Prozent sind 18,5%. Brauchen wir hier nicht, aber einfach nur zur Erinnerung, 18,5% Zerfall. Und dann müssen wir noch wissen, beim Y handelt es sich um Volumen Milchschaum, also in Kubikzentimeter gemessen. Das heißt, wenn wir ein X einfügen, dann können wir den Milchschaumrest, was noch Kubikzentimeter Milchschaum da ist, berechnen. Und das X in die Anzahl in Minuten. Das ist das, was wir als erstes rauslesen müssen. Dann müssen wir immer beim Anfang der Tabelle, müssen wir eine Wertetabelle machen. Meistens ist die schon angegeben, müssen sie nur noch vervollständigen. Dazu geben wir in den Taschenrechner einfach hier bei Y diese Funktion ein und können auf Table dann wunderbar die Ergebnisse abrufen. Also hier haben wir 80, 65, 53, 43. Aufpassen, wir klicken uns das jetzt hier mal an. Die Ergebnisse habe ich schon hingeschrieben. Schwer ist es ja nicht abzulesen, nur es stand drüber, man soll das Ganze auf nicht auf zwei Stellen haben können, sondern auf ganze Kubikzentimeter messen oder berechnen. Und das, was rauskommt, sind ganze Werte, also ganze Kubikzentimeter. Das heißt, es darf keine Kommastelle haben, wir müssen hier runden. Und aufpassen müssen wir natürlich auch, dass nach der 3 nicht die 4, sondern die 5 kommt. Also das sind immer die Fehler, die die Schüler machen. Die 4 mit den 35 müssen wir hier weglassen. Die 5 müssen wir auf 29 aufrunden. Und dann geht es einfach nur weiter nach unten. Bei der 8 haben wir 16, weil 15,5 aufgerundet wird und bei der 12, da haben wir 6,8, also wird es auf 7 aufgerundet. Also hier bitte höllisch aufpassen, dass man hier keine Fehler macht beim Runden. Erst genau hinschauen, auf welche Stelle muss man runden und dann zweitens wirklich gucken, was stehen hier überhaupt für X-Werte. Der zweite Teil ist das Ganze mal einzeichnen. Ich nehme da einfach hier immer die Punkte 0, 80, kommt natürlich hier hin, 1,65, 2,53. Man kann es ja manchmal nicht ganz genau zeichnen, ja, aber man sollte wirklich Millimeter Arbeit da leisten. Also 53 kann man hier einzeichnen, wenn es ein Zentimeter ist, dann sind nämlich das genau ein Millimeter Einstrichle. Also muss ich hier 5,3 Millimeter hoch. Das kann man wirklich genau zeichnen. Schwierig ist es dann eigentlich hier, wo quasi diese Punkte nicht mehr dabei sind. Also ich würde euch empfehlen, für 4, für 6, für 7, für 9, für 10 und für 11 das Ganze auch einzuzeichnen, weil dann lassen sich diese Exponentialfunktionen leichter zeichnen. Die funktionieren nämlich nicht so wie Parabeln, dass es immer gleich ausschaut, sondern es macht eben so einen Bogen und je nachdem, wie das Ganze halt abnimmt oder zunimmt, fällt dieser Bogen aus. In dem Fall haben wir ja eine Abnahme. Das sieht man auch ganz gut, der Milchschaum wird immer weniger. Okay, und dann sind wir schon bei der Aufgabe 3.2 angelangt. Und da geht es dieses Mal darum, wir sollen mit Hilfe des Graphen rausfinden, nach welcher Zeit noch 35 Kubikzentimeter übrig sind. Und das ist eigentlich ganz leicht, weil wir müssen hier einfach nur schauen, wo 35 Kubikzentimeter sind. Volumen Milchschaum mit Kubik war quasi Y, also gehen wir auf die Y-Achse auf 35. Hier, gehen rüber, gestrichelte Linie. Dann, wenn es den Graphen schneidet, gehen wir nach unten und dann wissen wir, nach 4 Minuten werden noch ungefähr 35 Kubikzentimeter da sein. Also nicht weiter schwer, aber jetzt wisst ihr, warum man genau zeichnen muss am Anfang, damit eben das genau rauskommt. Also wirklich bei der Zeichnung Mühe geben. Aufgabe 3.3, eine Falle. Berechnen Sie, wie viele Kubikzentimeter Milchschaum nach 10 Minuten. Also 10 Minuten ist echt ganz leicht. Hier heißt jetzt eben nicht zeichnen, sonst könnten wir hier einfach hochgehen und dann darüber. Nein, wir müssen es berechnen. Aber ist auch nicht schwer, denn das, was wir jetzt berechnen, ist 10 Minuten und das ist x. Also setzen wir einfach in unsere Formel für x 10 ein. Das dürfen wir. Nach y auflösen können wir nicht, wenn wir es x nicht gegeben haben, aber wir können nach y auflösen, wenn wir es x gegeben haben. Tippen wir das in Taschenrechner ein, kommt 10 raus. Wir sollen ja auf ganze Kubik runden. Nur, das ist nicht der Antwortsatz. Die Frage ist, berechnen Sie, wie viele Kubikzentimeter nach 10 Minuten aus den ursprünglichen 80 Kubikzentimeter verfallen sind. Also, 80 waren es, 10 sind es noch. Wie viele sind zerfallen? Es sind 70 Kubikzentimeter zerfallen. Die letzte Aufgabe immer haarscharf und ganz genau lesen. Denn da gibt es meistens zwei Punkte. Und den einen Punkt gibt es darauf und den zweiten Punkt gibt es darauf, dass man die Frage richtig lesen kann. 5 Punkte eigentlich geschenkt, aber man darf hier einfach wirklich keinen Rundungsfehler, Lesefehler machen. Man muss hier sauber zeichnen und man muss hier die Fragerichtung lesen. Dann sollten solche Aufgaben kein Problem sein.